Hallo zusammen, mein Name ist Ebi und spielen Terratec. Falls euch gefällt, vergesst nicht zu bewerten. Viel Spaß! Und damit herzlich willkommen, wir sind ja letztes Mal da stehen geblieben, dass wir im Grunde hier oben diese Quests bzw. diese Balken gefüllt haben. Ich habe ja gesagt, dass ich noch eine Runde hier spiele und dann in diese andere Version switche, diese weitergeführte von Terratec. Wir versuchen jetzt erstmal hier nochmal eine zu füllen und noch ein paar Sachen zu killen. Eventuell bauen wir noch eine Verarbeitung für die ganzen Teile, die wir zu viel haben. Oh. Mann, der lässt sich in den Berggebirge nicht so gut fahren. Und vielleicht holen wir uns noch ein paar neue Raketen. Wir brauchen mehr Raketen. Und wir saugen alles... Oh, er kommt. Und wir saugen alles ein. Also nicht die Teile, die da rumliegen. Würde sich, glaube ich, lohnen, weil da könnte man echt viel machen. Vielleicht bauen wir jetzt gleich mal so eine Verarbeitung für die Teile. Und verkaufen mal eine Menge. Zerlegen die. Aber wir machen jetzt erstmal den einen voll hier, den Benchop. Würde ich fast schon sagen, wir machen jetzt einmal noch die platt, damit wir hier mal aus dem Gebirge rauskommen. Und dann fahren wir mal in irgendeine Richtung, in der Hoffnung, dass da mal ein Wald ist. Lol. Ich drifte so nach rechts ab. Hilfe, ich drifte. Warte. Hä? War voll der Rennwagen hier. Gibt ja auch noch Herausforderungsmodus und sowas, wo man dann... Oh, da hinten ist ein Wald. Ja, wir fangen gleich mal durch den Wald. Das wird cool. Mann, diese Kacktex habe ich jetzt schon zum dritten Mal gesehen. Warum? Warum soll ich den killen? Das dauert voll lange. Alter, die ist voll schnell. Aber wenn man aus der Range ist, bleibt die stehen und ich kann die abballern. Total überflüssig. Guck mal, die blinken komplett vorne. Ich frage mich, wo da der Haltepunkt ist. Wahrscheinlich genau in der Mitte unten. Oder oben vielleicht. Und oben wäre eigentlich total dumm. So, passt auf. Aber wahrscheinlich muss ich die dahinter auch noch killen. Aber wenn man die einsaugen würde, wäre das so viel. Das wären so viele Teile. Die wir alle wieder verkaufen können. Gerade die Kanonen, die brauchen wir ja gar nicht. Ich bin sehr gespannt, wie viel wir dann machen. Also wir bauen auf jeden Fall gleich mal so eine Verarbeitung. Würde sich auch lohnen, wenn wir die jetzt noch platt machen und einsaugen. Und vielleicht dann daneben die Verarbeitung. Gute Frage. Wir gucken mal, was als nächstes für eine Quest kommt. Vielleicht ändern wir dann unsere Strategie. Ich glaube, da ist gleich... Ich brauche den nicht mehr einsaugen. Das ist ja alles kaputt. Das ist ja alles zerstört. Dann brauchen wir den nicht mehr einsaugen. Dann sind die so... Guck mal, jetzt sind gerade die Batterien am Start. Komm jetzt. Brech zusammen. Ja, danke schön. Und jetzt der hintere. Das geht ja wunderschön schnell. So ätzend. Boah, aber echt viele Teile, ne? So... Oh, warte mal, wenn der jetzt da hängen bleibt, wo die anderen Teile sind. Macht er sogar. Das heißt, ich habe gleich einen riesigen Haufen Teile. Also nicht nur einen kleinen Haufen, sondern einen riesigen. Und er kann sich noch niemals drehen zu mir, das ist cool. Okay. Und gleichzeitig mache ich die Steine links so kaputt. Boah, ich bin heute super krass drauf. Da hinten die Tech angreifen, die so langweilig ist zu zerstören. Also wenn er sie jetzt nicht noch schnell bewegen würde, um mich herumfahren würde, hätte ich, glaube ich, keine Chance. Der würde mich so fertig machen. Aber so ist das kein Ding. So, wir warten mal eben. Oh Mann, und da ist jetzt ein riesiger Haufen Teile. Jetzt aber mal im Ernst, das ist ein richtiger Haufen Teile. Oh, was ist das? So, die ersten Teile gehen rein. Die anderen rücken danach wahrscheinlich. Gehen immer so etappenweise, weil der kann, glaube ich, nicht so viele Blöcke auf einmal hochheben und dann kommen immer so Stück für Stück. So, alles eingelutscht. Und ich glaube, wenn wir da hinten jetzt die letzte Mission machen, das ist eine Adventure-Mission. Guck mal, da sind wir jetzt an unserem Schrottsammler. Wir sind jetzt echt die ganze Zeit im Kreis gefahren. Voll gut. Dann kann ich da auch laden, dann brauche ich keinen Wald mehr. Obwohl, da ist jetzt ein Wald. Okay, wir fahren gleich mal kurz durch. So, wenn wir die down haben, müssen wir eigentlich im Level aufsteigen da oben. Weil das ist genau die... Ihr seht ja, dieses Zeichen und dieses Zeichen stimmt überein. Komm jetzt. Ja, gut, wir einfach beide angreifen. Also ich gucke gar nicht mehr hin. Komm jetzt. Bitte, bitte. Jawohl. Hä? Ach man, neue Blöcke gibt's nicht. Ich bin nur komplett jetzt in der Richtung. Okay, gut. Bin stolz auf mich. Tschüss. So, wir fahren zu unserer Ladestation. Oh, ich wollte einmal durch den Wald, ne? Ich wollte einmal durch den schönen Wald. Ich wollte schon sagen, ich hoffe, die ist nicht so groß, weil ich so nah dran bin. Mach's gut. Bam. Nee, komm, wir fahren nicht durch den Wald, hab doch keinen Bock mehr. Wir machen jetzt Folgendes, und zwar, wir bauen mal einen Verschrotter. Bin sehr gespannt. Und ich hoffe, hier landet keiner, der irgendwie krass ist. So. Der Verschrotter. So, meine ganzen Verschrotter hier aufgebaut. Wie viel habe ich überhaupt? Ah, das waren sie schon. Ich glaube, 7 Stück, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, genau, 7 Stück. Ich habe gerade mal ein bisschen getestet. Ich weiß nicht, ob ich das so richtig mache, wie ich das jetzt aufbaue. Aber wir probieren das einfach mal. Kann man hier so ein Förderband bauen, wo dann die verschrotteten Teile irgendwie rauskommen. Und dahinter kann man dann diese, ja, diese Verkaufsstation machen, diese Kanonen, die nach oben ballern. Ich mache jetzt einfach mal so. Wir müssen einmal gucken, dass wir irgendwie eine Richtung kriegen.
Weil so kann das nichts. So. Sehen wir mal hier. Wusste ich am Anfang auch nicht, dass man einfach mit Rechtsklick diese Förderbänder drehen kann. So, der geht in die Richtung. Auch. Ich glaube, so ist alles richtig. Ne? Ist so ein bisschen wie Factorio jetzt. Wollte ich eigentlich auch nochmal spielen mit einem German Let's Play zusammen, aber wir kommen im Moment gar nicht dazu. Wir nehmen jetzt erstmal was an. Ach, guck mal, da gibt es noch ein GSO für Schrotte. Ja, geil. Aber jetzt wollen wir erstmal eine Verkaufskanone haben. Wo haben wir die denn? Davon haben wir auf jeden Fall auch eine Menge. Da, feste Lieferungskanone. Nice. Ja, im Grunde war es das schon. Von der Anlage her. Jetzt machen wir hier nochmal ganz kurz so eine Tech rein, damit wir die mal ganz kurz im Fokus haben. Und jetzt können wir die Tech, glaube ich, hochladen, oder? Kommt bald. Ruhen. Folgen. Ah, scheiße, geht noch nicht. So. Ja, das ist im Grunde jetzt unsere Anlage, die die Sachen verschrotten soll. Probieren wir mal aus. Also man kann nicht alles verschrotten, ist das Problem. Wie zum Beispiel das hier. Nein, das ist diese Tech darunter. Ach, egal. Okay, Standardblöcke, wir nehmen jetzt erstmal Räder, weil so viele Radblöcke brauchen wir, glaube ich, nicht 123 von denen. Das ist, glaube ich, Quatsch. Da, guck mal, die werden auf jeden Fall eingesaugt. Aber ich weiß nicht, wie man das mit einem Förderband automatisieren kann, weil davor kann man kein Förderband machen. Och, du Scheiße. Ich sehe aber gerade, da lohnt sich auf jeden Fall noch eine Raffinerie. Das waren jetzt nur ein paar Räder, überlegt mal. Okay, das war schon heftig. Nein, was mache ich denn? Ich baue die alle auf. Richtiger Dummkopf. Jetzt wird wer dunkel, ich liebe es. Hä? So. So, nochmal die ganze Verarbeitung umgebaut. Das ist echt wirklich heftig, was man da alles beachten muss, weil ich hatte am Anfang einfach so ein langes Fließband gesetzt und diese ganzen Sachen haben sich dann einfach blockiert die ganze Zeit. Also das funktioniert so dann nicht so einfach. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, dass ich hier die Verkaufskanone dran kriege und dann erkläre ich euch mal ganz kurz das Gebilde, was ich gebaut habe. Ich habe jetzt mit Filtereinheiten gearbeitet. Also eigentlich alles, was man braucht, damit man alles so effizient wie möglich, sage ich jetzt einfach mal, verkaufen kann. Ich hatte auch gerade über 100.000, musste mir aber ein paar Sachen dazu holen. Weil es ja halt so voll krass ist. Ne, warte mal, das geht schon mal nicht. Dann zieht die Kanone noch von der... Warte mal, da hängt noch eine fest. Komm mal hier rum. So, dann gehen wir nochmal in die Richtung. Ich muss jetzt gucken, dass ich die ganzen Sachen voneinander trenne, weil sonst wird es halt angesaugt und dann ist es irgendwo anders, wo es halt nicht hingehört. Hier am Ende hätte ich ein bisschen sparen können. Ich hatte gerade die ganzen Kanonen, kann ja auch sagen, über die anderen Kanonen gebaut. Dann funktionieren die Kanonen ja halt nicht, weil die immer gegeneinander schießen. Also total, also man muss ja echt auf viele Sachen achten. So. So weit, so gut. Also ich packe mal eben die Sachen hier drauf, dann können die schon mal verkauft werden. Dann packe ich die Payload-Station weg. Und die Einsorg, also das Inventar packe ich nochmal ein bisschen weiter weg und dann, während das Inventar wieder sich ausbaut, sage ich euch mal ganz kurz, wie diese Verkaufsanlage funktioniert. Warte mal, Inventar muss aber irgendwo weiter weg. Ach Mann! Komm schon! Und am besten, wenn hell ist noch, Peter. Komm! Du hast jetzt so lange gebaut. Ich habe bestimmt jetzt 30 Minuten daran rumgeknobelt. Wie baue ich denn diese Verkaufsstation, Verarbeitungsstation am besten auf? Die Sachen kann ich da hinten nicht nehmen, leider nicht. So, also folgendes. Warte, ich packe mal eben die eine Tech da noch rein. Komm schon. Und dann sollte es eigentlich funktionieren, wie ich das vorhab. Ich habe gerade so viele Sachen schon verkauft, testweise. Und es hat einfach so lange gedauert, die Sachen zu verkaufen. So, also folgendes. Und zwar, hier vorne kommen ja die Sachen rein, die werden klein gemacht. Ich habe gerade einen Verschrotter leider verschrottet, war ein bisschen dumm. Also hier kommen die Sachen rein, dann werden die hier gefiltert. Einmal kommen ja veredelte Sachen raus und unveredelte Sachen. Gerade hatte ich das Problem, dass einfach die unveredelten Sachen bzw. die veredelten Sachen alles blockiert haben und die unveredelten Sachen, checkt da wahrscheinlich gar nichts mehr, immer die ganze Zeit warten mussten. Aber jetzt nicht mehr, nämlich wird hier gefiltert, veredelte Sachen gehen direkt hierhin, werden direkt verkauft. Unveredelte Sachen gehen erst in die Raffinerie, werden veredelt und gehen dann in den Verkaufsautomaten. Ursprünglich wollte ich dann hier runterfahren wieder und hier die Kanone bearbeiten von der anderen Seite. Aber wir haben ja so viele Kanonen, das wäre blöd, also dann würden wir die Kanonen irgendwo wieder blockieren. So. Das war das. Jetzt gucken wir mal im Inventar, was wir alles verkaufen können. Wir haben eine Menge, wir können aber nicht alles verkaufen. So, wir gehen jetzt mal in Radblöcke rein. Gerade Radblöcke haben wir so viele Radblöcke, jetzt alle Fraktionen, zum Beispiel die hier. Die werden wir auf keinen Fall in irgendeiner Hinsicht noch verbrauchen. Aber die will das Ding auch gar nicht haben. Super. Okay, schon mal der erste Fail. Wir nehmen mal dickere Räder. Wir nehmen mal die hier. Die möchte haben. Teilweise werden die auch angezogen. Warte, wir warten mal ganz kurz. Ja, es geht. Also ich kann die hier vorsetzen, theoretisch.
Und die werden dann irgendwann, wenn der Platz da ist, werden die quasi reingeworbt. So, und da sind halt unveredelte Stücke drin. Alter, ist das jetzt hier voll. Hier bei diesen ganz dicken Rädern sind auch veredelte Stücke drin. Das können wir auch mal testen. Lol, die werden ja gestapelt an der Stelle. Wie cool ist das denn, bitteschön? Jetzt war ja gar nichts mehr. Guckt euch das an. Ja, ne, würde ich mal sagen, das läuft. Sieht aber sehr wüst aus. Also hier sieht man auch, die unverarbeiteten Sachen gehen jetzt hier hoch. Genau, werden hier hochgeportet, werden dann verarbeitet und verkauft. Unverarbeitete Sachen. Ne, gar nicht, unverarbeitete Sachen gehen hoch, verarbeitete Sachen gehen direkt unten her. Jetzt, wenn die dicken Räder dabei sind, müsste eigentlich hier unten schon die Schiene wieder anlaufen. Obwohl, hier ist jetzt gerade schon eine, die untere Kanone am Arbeiten. Und achte mal auf das Geld. Es ist wirklich mehr als heftig. So, die Sachen können aber wieder normal eingesorgt werden. Schade, dass man nicht alles verschrotten kann. Ich denke mal, das ist so ab einer gewissen Größe an Sachen, die da drin sind. Weil 160 Räder haben wir davon, wird sich ja irgendwo lohnen. So, warte mal. Ja, genau, die können wir noch dahin tun. Vielleicht kann man auch so ein paar Schrottmagneten dran machen, dass das im Grunde die ganze Zeit festgehalten wird. Und man fährt mit dem Schrottsammler vorbei. Und dann geht's weiter. So, hier, Frau Schrotter. Komm, wir arbeiten jetzt nochmal mit Schrottmagneten. Dafür nehmen wir mal ganz kurz Zähne auseinander. Schrottmagneten! So, und damit wir das ganz gut transferieren können, nehmen wir mal eben die Schrottmagneten, packen hier dran. Eventuell lassen die ja dann wieder los. Also im Grunde ziehen die dann an, lassen wir da los. Und dann geht's weiter. Im besten Fall. Müssen wir mal einmal testen. So, genau, nochmal rüber. Also ihr seht schon, ich probiere das Spiel stellenweise aus mit euch zusammen. Also ich weiß noch nicht alles. Deswegen wäre ich natürlich über jeden Tipp dankbar und kann natürlich sein, dass das jetzt auch wieder jemand anders gebaut hat, schon vorher in der Art, aber das sind halt die Spielmechaniken und irgendwann doppelt sich auch manche Sachen. So. Aber ihr seht schon, das ist immer noch viel zu langsam, die Anlage. Normalerweise bräuchte man jetzt noch die Anlage, nochmal da drüber und nochmal da drüber. Also so eine Anlage mal drei. Das wäre natürlich super krass. So, Schrottmagneten. Machen wir aber erstmal... Könnte hier auch so eine Box machen, wo die Teile halt drin liegen. Würde auch gehen. Wir haben genug Teile. So. Da haben wir schon mal genug. Haben wir nicht lange Vierer? Komm, wir haben noch ein paar Vierer. So, dann brauchen wir nicht so viele von den kleinen Blöcken. Und jetzt brauchen wir noch die ganzen Schrottmagneten. Ich glaube, bei Produktionsblöcke waren die drin. Da sind sie. Und dann testen wir mal, ob das was bringt oder nicht. Also, dass die im Grunde vorher festgehalten werden, die Sachen, und dann freigelassen werden. Wenn wieder Platz auf dem Gerät ist. Und das hier kann dann weg. Und dann kann man auch Sachen sehen, die, sag ich mal, überflüssig sind. Wie zum Beispiel das Rad hier. Diese wunderschönen... Nein! Hör doch auf! Oh, ich habe hier was... Nein, ich habe was auseinandergenommen. Das ist immer so gefährlich, gerade bei den Sachen, wenn die so... Ey, willst du mich verarschen, Rad? So, jetzt. Okay, der geht da rein. Gut! Was für eine geile Produktionsanlage. Ja, die gehen zumindest mal an die Schrottmagneten dran. Aber bringt jetzt nicht so viel, wenn ich ehrlich bin. Obwohl, die werden ein bisschen festgehalten. Die arbeiten, also die fliegen so ein bisschen dazwischen rum. Hält die natürlich auch irgendwo fest. Aber ihr seht schon, die Anlage läuft. Und es wird, glaube ich, jetzt sehr, sehr viel Zeit vergehen, bis wir alles verkauft haben. Und, ja, gute Frage. Was machen wir? Sollen wir jetzt noch ein bisschen rumfahren und Sachen kaputt kloppen? Oh, 5000er XP mischen. Die müssen wir ganz kurz machen, während der verarbeitet. Aber gut, ich würde mal sagen, wir haben jetzt hier eine richtig gute Verarbeitung hingebastelt. Ich hoffe, ihr spawnt jetzt keinen Gegner und macht die platt. Und ich werde jetzt so einige Sachen verkaufen. Und dann werdet ihr im nächsten Part sehen, wahrscheinlich in der anderen Version, wie viel wir im Grunde verkauft haben. Also wie viel Kohle wir dann haben. Jetzt haben wir schon 105.000, geht fleißig nach vorne. Nein, jetzt ist das wieder so einer. Ne, warte, was ist ein anderer, ne? Links steht doch einer mit Schilden. Alter, das ist aber echt eine krasse Mission jetzt, ne? Capture the enemy base. Welche enemy base? Die ist weg. Okay. Okay, der hält jetzt mal so gar nichts aus da hinten. Der ist komplett schon zerberstet, kann man sagen. Und jetzt wird er... Kriegt er den Rest. Da ist einer mit Schilden, immerhin. Ah, warte mal, das ist eine Verteidigungsanlage. Das ist so ein Turm, der da festgemacht ist. Hält natürlich viel aus, gerade mit den Schilden. Und dreht sich, weiß nicht, wie ihm geschieht, weil wir sind... Ach, guck mal, da sammelt gerade einer. Lol, die sammeln auch, aber bringt dir nichts, weil die kaputt sind. Oh, der greift mich an. Und 5000 XP, wir haben jetzt 64.000. Ey, warte mal, wie viele Punkte sind denn unten auf dem Radar? Sind da noch alle am Leben? Und Geld geht fleißig nach oben.
Raketen, bitte. Da ist noch ein Drill. Ach, so kleine Dinger sind da noch überall. Super. Tut mir jetzt echt leid für dich. So, jetzt haben wir 69.000 von 94.000. Also es dauert, glaube ich, nicht mehr so lange. Gerade wenn wir so ganz dicke Missionen kriegen. Ah, jetzt haben wir so eine Gangland. Schade. Die brauchen wir nicht. So, wir fahren zurück zum Verkaufsautomaten. Aber ich würde mal sagen, wenn der Part euch gefallen hat, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie lang der geworden ist, weil ich habe jetzt 50 Minuten aufgenommen. Kann sein, dass der nachher nur 10 Minuten lang ist, 9 Minuten lang ist, 11 Minuten lang ist, 10 Minuten, 1 Sekunde lang ist, je nachdem. Also es ist immer Zufall, wie ich das schneide. Letzte oder der vorletzte Part war irgendwie 9 Minuten 47 oder so, keine Ahnung. Also, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben und bis zum nächsten Part von TerraTech. Wahrscheinlich in der anderen Version. Haut rein, tschüss.